Kein Problem, ist auch Gucci. Ja, okay. You want to make money, you gotta look like money. Moin, ich bin Beri, ihr schaut den Style-Check von DefShop und heute haben wir den Plug des deutschen Traps, den Vater eurer Beats zu Gast, Mr. Greeny himself. Über 1 Million Streams hast du jetzt schon auf Nur mit dir. Wie fühlt sich das an? Was sagst du selber zu dem Ergebnis? Also es ist immer so schwer zu greifen, weil es halt so alles so digital ist und so. Aber wenn man sich dann manchmal, wenn man so nachts im Bett liegt und sich so vorstellt, so 1 Million Leute, das ist crazy. Das ist richtig crazy. Und man freut sich, das, so, das macht mehr Platz für die Vision noch mehr so im Kopf. Das ist lit. Ja, ferner von der Musik bist du ja auch mega in der Partyszene am Start. Ihr seid die einzige Party deutschlandweit, die so vertreten ist wie Trap or Die. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr das so hochgezogen habt? Also ganz ehrlich, das ist ähnlich wie bei der Musik aus dem Gedanken gewachsen, dass es einfach nichts gab, was man selber gerne konsumiert hat, so weißt du. Das heißt, wir haben einfach gedacht, ey, ich habe eine Party gemacht, die so ist, wie ich mir eine Party wünsche. Aber natürlich nicht zu vergessen, hier auch ein zentraler Punkt, die Musik. Wir haben einfach gesagt, ey, warte mal kurz, wieso spielen wir eigentlich noch Candy Shop und wieso spielen die Leute eigentlich noch Fat Man's Group und was weiß ich, Antioch und Club. Alles legendäre Songs, nichts gegen diese Songs, so. Das sind legendäre Songs. Aber, warum denn nicht mal was letzte Woche rausgekommen ist, was jetzt gerade in den USA am Poppen ist so, oder was die Kids sowieso im Internet hören so, und konsumieren. Also haben wir gesagt, ey, was wir spielen, einfach das, was wir selber hören. Und es hat so viele Leute in so kurzer Zeit angezogen, dass wir dann dank der Fanbase und der Community in der Lage waren, das innerhalb von einem Jahr zu expanden auf ganz Deutschland und das jetzt halt in ganz Deutschland machen können. So. Also ich war ja bei euch mal im Studio und ihr habt ja 1000 von Tracks parat. Was können wir wann von dir erwarten? Ja. Poltergeist übrigens, Props dafür, habe ich dir noch gar nicht gegeben, ja, war mega nice. Ey. Rede nicht mit Snitches, jeder weiß, ihr rennt zur Polizei. Wir gehen nicht mit Rappern, weil ihr alle irgendwie komisch seid. Wir werden jetzt in nächster Zeit mit Singles arbeiten und Singles releasen mit Video und Kampagne und allem, was dazugehört. Und Greeny konzentriert sich jetzt auch auf Musik. Also, Shoutout an die Fans, Warnung an die Hater. Nein, aber, und Broke Boys will auch bald an den Start gehen oder geht auch bald an den Start mit seinem ersten Künstlerprojekt. Das heißt, auch noch einiges. Wer ist der Künstler? Wir werden wahrscheinlich da auch Singles droppen. Also wir machen Broke Boys featuring Künstler XY, okay. Weißt du? Die euch dann da einladet. Genau, und es wird aber mainly im Bereich Pop-Musik stattfinden, Pop, Dance, schon natürlich Urban und Hip-Hop so, okay. Mit unseren Trap-Einflüssen natürlich, aber da das alles, sag ich mal, jetzt eins geworden ist, Pop und Trap und so, ja, machen wir das jetzt. Du selber als Master des Auditunes, ja, was sagst du zu dem Hype, der jetzt auf der, also die Auditune-Welle, sagt dir die zu oder? Also, ich finde Autotune jetzt spezifisch auf Autotune bezogen, ist eine gute Sache, bietet allen Leuten die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten. Das so habe ich das noch gar nicht gesehen, das ist ja voll nett eigentlich. Einzige ist halt, und das ist vielleicht gar kein so richtiges Problem, weil das ist auch ein Opening, ist so der Endverbraucher, weiß dann nicht mehr so richtig zu unterscheiden. Und in der Industrie gibt es dann auch Verwirrung. Also falls ihr euch auskennt mit Gehörbildung, nicht jeder hat ein gleich fähiges Gehör, Melodien zu erfassen und Harmonien wahrzunehmen. Das ist Biologie und Training, eine Mischung. Und wenn jetzt einer einfach daherjodelt ins Autotune, ist es für den einen, der ein gebildeteres Gehör hat, schrecklich, für den anderen ist es vielleicht einfach geil. So. Das heißt, sagen wir generell, es bietet Möglichkeiten halt für alle, ob man das dann gut findet, weil man vielleicht mehr Konkurrenten hat, ist dann eine andere Sache. Aber an sich finde ich mehr Konkurrenten nicht schlimm. Von daher finde ich unterm Strich gute Sache. Danke für die doch sehr ausführliche Antwort. Natürlich, sehr eloquent. Man sieht ja auch, Gold Chain ist da, Gucci, du hast deine Off-White-Schuhe an. Oh, tut mir leid, die Uhr habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Kein Problem, ist auch Gucci. Wie wichtig ist dir dein Look im Alltag? Also der Look ist sehr wichtig, weil das ist das Erste, was Leute sehen und ja, worauf sie looken, ne? Naja, oder ist so ein bisschen so,
guck mal, jeder muss sich gut verkaufen. Dafür feiere ich, sag ich mal, andere Länder haben das mehr in der Kultur drin. Da siehst du, die Leute achten einfach mehr auf ihr Aussehen. Das heißt nicht, dass sie oberflächlicher sind, aber das heißt einfach, dass der erste Eindruck dem wichtig ist. So. Und ich verstehe diese deutschere Herangehensweise, sage ich mal jetzt so pragmatisch und einfach, dass der Mensch unter dem Aussehen schlummert. Das stimmt auch, aber das Aussehen ist trotzdem das Erste, was man wahrnimmt. So. Wenn ich jetzt aussehen würde wie ein Schlumpi-Penner, sorry, dann würdest du denken, der pflegt sich nicht. Das würde vielleicht schließen lassen auf Probleme in meiner eigenen, vielleicht Psyche, in meinem Dasein. Vielleicht bin ich traurig, weißt du? Alles lässt auf was schließen. Farbenfrohe Kleidung lässt auf Exzentrivität und was weiß ich schließen. So. Also sind das Signale. Blumen sind auch nicht alle grau. Die sind auch farbig und Pflanzen sind farbig. Die Natur ist farbig. Warum? Damit der Mensch sich orientieren kann. Was kann ich essen? Was ist gefährlich? Was nicht? Was auch immer. P. Diddy hat mal gesagt, you wanna make money, you gotta look like money. Ja, und ich glaube, da hat er nicht Unrecht. So. Ich glaube, eine bessere Antwort habe ich noch nie gehört oder bekommen. Oh, sorry, ich bin immer so ein Plappermaul, Mann. Sorry, ich will nicht immer so viel plappern. Aber ich finde es immer so cool, wenn Leute so ruhig sind und so wenig sagen. Aber ich krieg's immer nicht hin, Alter. Ich bin immer so, boah. Das war echt schön, auch mit den Blumen. Das hat mega Sinn gemacht, was du gesagt hast. Inspired by the flowers. Passend dazu haben wir dir natürlich auch ein paar Klamotten mitgebracht. Dann lass uns mal ein Outfit für dich aussuchen, ne? Machen wir, gerne, geil. Ja, bei dir glitzert und blinkt es überall. Hier Ring für ein Echo gekauft, Gucci, Uhr haben wir. Wofür steht das gebrochene Herz, mein Lieber? Für mein gebrochenes Herz. Irgendwann hatte ich einfach das Gefühl, ich brauche so ein Aushängeschild. Keine Ahnung. Und es war so, das passt auch zu der Musik, die ich momentan mache. Und es hat einfach so gepasst, so, zu mehreren Sachen. Ich habe mir einfach gesagt, so, das ist ein gutes Symbol. Finde ich auch. Aber beginnt das Outfit am Tag immer mit der Chain bei dir? Die Chain kommt eigentlich als aufs Shirt. So. Das heißt, ist dann das Vorletzte vor der Jacke. Also ja, so mir. Was fängst du an dann? Bei meiner Unterhose. Nein, aber. Nee, keine Ahnung. Also bei mir ist immer so, ich versuche immer so nicht mehr als 2 bis 3 Farben zu tragen. Ich weiß nicht, ob das ein Tick ist oder ob das Fashion ist. Und ja, das heißt, heute war zum Beispiel so okay. Also habe ich einfach gedacht, so komplett schwarz, ninja-mäßig, haust du diesen pfirsichfarbenen Links noch rüber, weißt du, und dann ein bisschen Schmuck umhängen und dann läuft es. Also schlicht und ergreifend. Ich habe hier ganz viele Jogginganzüge für dich, ja? Genau, Matching Pieces. Wir haben hier von Adidas, Lacoste, zwei, alles hat eine Hose drunter. Welches von diesen Dingern spricht dich denn jetzt mal spontan an? Also spontan spricht mich das hier am meisten an. Ja, das ist schön, halt wie gesagt, zweigeteilt, zwei Farben, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht so verschnörkelt, ziemlich klassisch gehalten. Schöne Aufteilung und ich mag dunkelblau sehr, also marineblau. Die Kombination mit Weiß sieht auch immer sehr clean aus im Sommer. Was für eine Schuhe sollte man dazu ansehen? Für den Sommer habe ich jetzt auch eher die helleren Schuhe raus. Ja, genau. Also ich würde natürlich dann passend dazu eher so in Richtung Weiß gehen. Einfach so ganz weiße Sneaker. Das ist dann so dieser Tennis-Look, so ein bisschen. Die 95er? Ja, genau, die 95er. Ich finde, das ist dann so, ja. Was sagst du zu Lacoste-Schuhen selber? Ich mag nur nicht so das Material, also es ist ein bisschen so dieses Glänzende, ist so ein bisschen tacky, aber ist nicht schlimm. So. Der Slit hat auch so, wie nennt man das? Ja, Mann, hier, siehst du, die Frau hat Geschmack, beweist immer Geschmack, wie immer. Diese Cremefarbe, die ist geil und auch dieses Farbe in Farbe ist sehr geil. Was würdest du dazu jetzt spontan anziehen? Dazu spontan würde ich für so ein dunkelgrün gehen wahrscheinlich, so die Kombination ist. Was sagst du, Illes Comeback ist ja gerade auch am Start, so, ja, ist das dein Ding? Schon länger, ne, auch ein klassischer Look, stilsicher, ja, warum nicht, Illes mag ich, mag das Logo, es erinnert mich immer an eine Orange, also an so eine Orange. Oh yeah, an so eine Kiste. Ja, und es ist sehr sommerlich irgendwie dadurch, dass das halt an eine Frucht erinnert und, ja. Also wie wär's denn mit solchen Marken wie zum Beispiel
Grimy. Sagt dir bestimmt auch was, ja? Ja, natürlich. Shoutout an Roberto. Grimy ist lit as fuck. So, das ist eine der Marken, die in Europa auf jeden Fall, finde ich, so an der Spitze stehen und auch versuchen, ja, so urbane, weil guck mal, es ist immer schwierig, so bei Lacoste findest du was einen urbanen Touch hat, so, weißt du, aber die sind schon ausgelegt darauf, sag ich mal, so Urban Fashion zu machen, so, und in dem Segment sind die auf jeden Fall gut dabei. Ich habe gesehen, dass der Sfera Ebbasta aus Italien auch letztens eine Kollabo mit denen gemacht hat. Die machen immer so coole Kollabo-Projekte mit Leuten. Die haben immer farbenfrohe Sachen. Ich mag farbenfrohe Sachen. Und deswegen habe ich das gerade eben gesagt, dass die meiner Meinung nach auch mehr Licht verdienen auf jeden Fall. Sehr beste Jacke hier, guck mal, mit dem Y auf dem Ding. So schön, dieses Overbranding-Ding ist ja auch jetzt wieder im Trend oder wieder langsam am Gehen, aber war lange im Trend. Also würdest du so eine Jacke rocken auf jeden Fall von Grimy? Würde ich rocken, ja. Würde ich rocken. Auch die Farbe ist nice, ja. Wir haben hier noch ein paar Adidas-Anzüge. Wie ist das denn mit Marken? Wenn du einen Adidas-Anzug anhast, ja, würdest du dazu einen Nike-Shoot rocken? Ich finde, man kann alles mixen, man kann das auch mixen und ich muss sagen, aber so, ich trage generell lieber Nike als Adidas. Also okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass keiner Diener sei nicht sauer, aber das ist einfach die Wahrheit. Shoutout an Julia. Wir haben hier noch so einen Retro-Look. Hier am Arm siehst du das so ein bisschen. Ja, finde ich auch ganz cool. Aber wenn du sagst Nike, die haben meiner Meinung nach immer so einen sehr, sehr krass athletischen und einen so Funktionslook, ja. Yeah. Mhm. Aber in Amiland, ich weiß nicht, wer schon mal da war, kennt vielleicht Ross oder fucking Target. Und da gibt es so Discount auf Markenklamotten, also auch Nike und Adidas und so weiter und so fort. Und aber oft auf die Funktionssachen. Das heißt, so oft laufen die Hood-Kids in so Trainingssachen rum, wirklich Trainingssachen. Also nicht so auf cool gemachte Retro-Trainingsanzüge, sondern schon richtige Trainingssachen. Dazu Chains und Schmuck, zack, und man sieht aus wie Migos an Off-Day, so, weißt du, was ich meine? Und das ist auch ein bisschen mein Film, deswegen stehe ich auch so auf Trainingsanzüge. Ich finde, wenn man jetzt nicht unbedingt flaniert, dann kann man einfach, ein Trainingsanzug ermöglicht dir schnell einen stilsicheren Look zu erlangen. Was sagst du zu Skatermarken? Carhartt, ich habe dir hier ein simples White Crewneck rausgebracht. Mit einem kleinen Buckethead passen dazu? Also der Schnitt ist schwierig, sieht immer ein bisschen aus wie ein Zelt. Zu Skatern passt es, zu mir weniger. Buckethead ist lit, mag das Material nicht so. Carhartt macht nice, ich glaube, nice so Winterjacken, ne? Ja, die machen nice Winterjacken. So. Ich finde, so die anderen Sachen habe ich jetzt noch nicht so Geschmack dran gefunden. Also bist du bei Basics eher... Also ich muss ehrlich sagen, ich hole nicht viel bei Urban Classics, eigentlich gar nichts. Außer halt diese Shirts. Wir haben hier noch ein paar Hosen für dich. Trägst du im Sommer Shorts? Ja, ich trage im Sommer Shorts. Wir haben hier gerne ein paar mal mit verschiedenen Prints. Mhm. Ja, kannst du mal einmal durchschauen, ob der was für dich dabei ist, was du dazu sagst? Hier, Carhartt. Doch noch Pluspunkte gesammelt. Die finde ich irgendwie lit. Ha? Carhartt. Gut gemacht. Ich finde, kurze Stoffhosen sind einfach chillig. Die sind nicht so schick. Das heißt, für jetzt ein Event am Abend jetzt nicht unbedingt die richtige Wahl. So. Aber zum Chillen tagsüber. Was würdest du dafür nur einen Schuh zu kombinieren? Weil das finde ich immer ganz schwierig bei kurzen Hosen und Männern. Und dann den Schuh zu finden, weil die dann ja ganz gerne mal keinen Strumpf dann da drin anziehen im Sommer. Also, erstmal an alle Männer, die keinen Strumpf in ihrem Schuh tragen im Sommer. Das ist verdammt unhygienisch und weird. Macht das nicht. Ihr habt auch so, wie nennt man diese drei? Sneakersocken. Sneakersocken, ja, Mann. Es gibt eine Lösung dafür, Leute. Sneakersocken. Ihr müsst nicht barfuß in eure Schuhe rein. Übrigens, super Arriga von Fußpilz, ne? Also, macht das nicht. Und auf jeden Fall... Was denn? Ist doch wahr. Ist doch wahr. Ja, also... Was mit dem Cortez? Ja, Mann, auch klassischer Look. Würde ich machen. Ja, Mann, passt gut. Hier siehst du so, sehe ich gleich locker floggig, so ein bisschen sportlich aus, ein bisschen chillig, so. Ja, ist auch ein weißer Sneaker. Ich mag den schwarzen Swoosh sehr. Ja, ich auch. Hm? Also... Ja, Mann, Cortez würde es sein wahrscheinlich. Ja, Mann. Mhm. Habt ihr was gelernt, Jungs? Zieht Sneakersocken an. Wenn ihr dann nämlich mal im Sommer jemanden mit nach Hause nimmt, müsst ihr die Schuhe irgendwann noch ausziehen. Ja. Bei Hosen habe ich dir noch ein paar Sachen mitgebracht. Bist du eher, ich sehe ja gerade, du hast eine Jeans an. Ja, aber ist mit, wahrscheinlich mit Elastan. Aber bist du eher, oh, Entschuldigung, tut mir leid, das wollen wir auch noch mal kurz zeigen. Ja, yeah, excuse, kurze Show auf. Ja, wenn ich mir die Jacke aufkriege. Warte, das sieht so falsch aus von der Kamera. An so Flaniertagen wie heute oder bei Interviews wie heute, wenn ich mich mal ein bisschen schick mache, quote by quote, schick, dann ziehe ich gerne Jeans an. Wenn ich allerdings einfach unterwegs bin, dann ziehe ich gerne Jogginghosen an. Ich habe hier
eine richtig nice von Aless gesehen. Ich finde Jogginghosen von Aless ziemlich nice. Die hat so einen crazy Stoff. Was sagst du dazu? Oder würde das zu viel, also diese, der Stoff fällt dann immer sehr, sehr ehrlich. Also man, weißt du, was ich meine? Das ist gut. Das ist auf jeden Fall immer gut. Das ist dann auch ein guter Ersatz für den Gürtel. Ja, greif zu, tob dich aus, Greeny. Wir haben hier jetzt einige Sachen. Guck, was dir am besten gefällt, pack das hier auf den Haufen und dann style dich und dann verschwindest du und dann bist du plötzlich angezogen. Egal, wo ich hingehe, ich hab Otterpack. Rede nicht mit Switches, Dicker, schwöre, ihr seid Polizei. Egal, wo ich hingehe, ich hab Otterpack. Rede nicht mit Switches, Dicker, schwöre, ihr seid Polizei. Wie ihr sehen könnt, hat Greeny sich schon umgezogen. Greeny, was hast du dir jetzt bei deinem Outfit gedacht und warum hast du es an? Also unten sportlich, oben sportlich. Die Bomberjacke ist ja auch gerne im Sport gesehen und auch im Militär. Aber in diesem Fall resemble ich ein bisschen so athletischen Look zum Ausgehen. Die farbige Jacke drüber, damit es nicht so schwarz-weiß bleibt. Und so kann man sich mal sehen lassen, finde ich. Wenn ihr mehr von Greeny hören und sehen wollt, geht auf jeden Fall auf Spotify. Hört euch nur mit dir an. Barbatrack. Dieses Jahr, wo kann man dich auf Festivals finden? Auf Splash mit Trap or Die, bestimmt auch auf anderen Festivals bis jetzt, aber Splash confirmed. Wir sind auf der Bühne mit Slump God, spielen nach Slump God. Richtiger Turn-Up des Todes und ja Mann, das ist bis jetzt das Festival, die Festivalsituation. Und Videos sind auch am Start, die kommen jetzt auch bald? Videos in der Mache, Mucke in der Mache, das heißt folgt mir auf YouTube, folgt mir auf Spotify unter Greeny Tortellini, folgt mir auf Instagram unter Greeny Tortellini, folgt Broke Boys auf Spotify und auf Instagram vor allem und folgt Trap or Die, damit ihr keine Party verpasst, egal ob ihr aus Stuttgart, Frankfurt, Hamburg oder Berlin seid oder aus Leipzig oder aus München oder von sonst wo. Kommt einfach dahin, kommt nach Berlin, dreht mit uns durch. Ihr merkt, der Junge hat viel zu geben, gibt ihm Liebe zurück. Wenn nicht er, wer dann? Das war's vom Def Shop Style Check aus dem Supermarket Berlin. Ich gebe zurück ins Studio.